Und schon wieder zurück bei Dragon Age. Die Golems von Amgarak, glaube ich. Wir befinden uns hinter dem Schleier. Hinter dem blauen Nebel. Von Lyrium eingehüllt. Vermute ich mal. Was wir versuchen könnten, das würde ich auch gerne mal gerade versuchen, ob das klappt. Ob wir bedingungslos hin und her switchen können. Immer und immer wieder. Ja, guck mal. Können wir. Jetzt sind wir nämlich wieder auf dieser Seite. Und können hier wieder... Moment. Diese Golems haben uns vorher nicht gesehen. Was gerade noch gesagt haben, diese Golems haben uns ja vorher nicht gesehen, weil wir auf der anderen Seite waren. Da haben uns nur die... Ja, da haben uns nur die, die Untoten gesehen. Aua. Ja, klar. Setzt doch alle 2 Sekunden eure Sonderfähigkeiten ein. Ist ja nicht so, als würde ich in diesem Kampf irgendwas machen wollen würden. Tun? Nö, überhaupt nicht. Ich will nichts tun. Gar nichts. So. Kämpfe gegen 4 Golems gleichzeitig. Die sind immer so ein bisschen... Notizen über die Golem-Forschung Heilung. Oh. Eine Energiewelle aussenden, die leichte Wunden heilt. Eine Gruppenheilung. Ja, Mensch. Der Golem wird richtig nützlich. Ich hätte gedacht, er wäre nur ein Klopper und ein Hau drauf, aber anscheinend... wird er richtig nützlich. Dann gehen wir wieder rüber in die andere Welt. Habe ich nur das Gefühl oder ist die Musik hier verdammt laut? Das ist nur so ein Gefühl. Darions Tagebuch. Sie haben weder Stein noch Metall verwendet, sondern Fleisch. Das Fleisch der Sterbenden, der Kranken, der Kastenlosen. Wir haben ein verwestes Konstrukt aus Fleisch und Knochen gefunden. Es sah grässlich aus und ihm fehlte der Kopf. Der Gestank war unerträglich. Was genau habt ihr denn hier unten angestellt? Ich frag für einen Freund. Es muss noch eine zweite Art geben, eine zweite Welt. Ich kann euch nicht helfen, nicht jetzt. Rogan, ich bin hier. Du bist in Sicherheit. Jarek? Nein, nein, Jarek, du musst gehen. Verschwinde, geh. Was? Das Licht. Es war überall. Es hat mich durchdrungen. Alle sind verschwunden. Ich... Nein. Muss mich verstecken, Jarek. Muss mich verstecken. Was ist geschehen, Brogan? Sie sind tot. Alle sind tot. Zerfetzt. Abgeerntet. Beendet es. Zerstört alles. Bitte. Finde Darion. Ich kenne Darion, Olmec. Er ist ein Scholar und war der Anführer der Expedition. Hör mir zu, Brogan. Ist Darion Olmec noch am Leben? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht, dass es mich holt. Es soll verschwinden. Mach den Lichtern ein Ende. Nicht berühren. Ganz ruhig, Bruder. Das hast du gut gemacht. Darion, ich habe Seiten seines Tagebuchs gesehen. Er weiß vielleicht mehr über diesen Ort. Wir müssen ihn finden. Ich kenne meinen Bruder. Er ist ein Überlebenskünstler. Er ist vielleicht ein wenig verwirrt, aber sein Schwertarm hat nichts von seiner Kraft eingebüßt.
Lasst uns gehen. Mit Brogan. Da ist Brogan. Brogan ist... was ist denn Brogan? Ist ein Krieger. Habe ich denn vielleicht irgendwas für Brogan, was wir ihm... Ah ne, der hat schon einen Schädelspalter hier und einen ordentlichen Schild. Auch eine ordentliche Rüstung, glaube ich. Ja, doch. Na, ich glaube, da können wir nicht viel austauschen. Es muss, soweit ich das hier verstehe... Weißt du, was hier vor sich geht, Bruder? Ist das hier das Reich, das die Menschen das Nichts nennen? Nein, nein, nicht das Nichts. Hier, aber anders. Ja, es muss noch einen weiteren, und nämlich, wir befinden uns hier in dieser blauen Region. Es muss noch eine lilane Region geben. Oh mein Gott, wie viele noch? Was ich bei ihm auch mal in die Leiste ziehen sollte, wäre... Huch, der ist ja von 1000 Effekten betroffen. So. Das Haus Days wird herrschen. Worum geht's ihm hier eigentlich? Was ist eigentlich genau seine Intention? Das würde mich mal interessieren. Habe ich nicht aufgepasst. Hat sie ihn erwischt. Die Stimmen sagen, ich muss töten? Ich bin mir nicht sicher, ob es so gut ist, dass wir seinen Bruder mitgenommen haben. Welche Stimmen denn? Nur so aus Interesse. Kämpfe hier sind schon knackig. Keine Angst vor dir. Da sind die Truhen, die wir eben gesehen haben, die wir nicht öffnen konnten. Da hat unseren Golem erwischt. Unterwegs. Nein, nicht noch mehr Tote. Ja, sie alle sind Matsch, das ist richtig. Notizen über Golem-Forschung Mechanik. Unser Golem kann... Ah, guck mal hier. Runen-Golem. Bisschen mehr Konsti. Bisschen Magie obendrauf. Willenskraft hat er schon ziemlich hoch. Das passt eigentlich ganz gut. Die Mechanik haben wir verbessert von ihm. Jede Menge Pfeile. Aber wir haben niemanden, der aktuell mit Pfeilen umgeht. Wenn, dann wäre das eventuell ein Wächter, der vielleicht als Bogenschütze konzipiert ist, aber haben wir keinen dabei. Da ist ein Runenamboss, da können wir die Ausrüstung nochmal ein bisschen verbessern. Feuer. Leistungsfähigkeit erhöhen und deine Waffen in Brand stecken. Okay. Sehr gut, er kann jetzt quasi Feuerwaffen machen für uns. Hätte ich doch nur mal ein paar Runen mitgenommen. Aber man ist ja nicht darauf vorbereitet, dass man hier noch in das Abenteuer zieht. Sonst hätte ich ja einfach Runen mitnehmen können oder Ausrüstung für die drei hier. Das wäre dann ein bisschen einfacher gewesen. Na, hallo.
Von hier aus können wir auf den Bubbel da hinten sehen. Muss ich mal gucken. Hier, der war noch tot, oder? Hat sich aber wieder erholt. Hier auch keine Todesnachwirkungen. Na gut, okay, alles klar. So, das bedeutet, wir sind wieder am Beginn, quasi. Das hier können wir jetzt nicht sehen, weil wir... Ach, hier ist noch einer. Wir können jetzt durch die andere Tür, aber nicht durch dieses Hauptportal, das offensichtlich nochmal zu einem weiteren von diesen Kristallen führt. Also Kristallen von diesen Gebilden, die sie da konstruiert haben. Nein, nein, nicht die Schalter berühren! Wir müssen es tun, Rogan. Es ist unsere einzige Möglichkeit. Nein, nicht da entlang. So fängt es an. Juckende, nervöse Finger, die alles anfassen müssen, die an allem herumspielen müssen. Dann kommt es und holt sich die juckenden, nervösen Finger. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es schon sehen. Der Ernter? Hier drin ist außer uns noch etwas. Hm? Hm? Hier drin ist außer uns noch etwas. Ich dachte, er liest das Tagebuch jetzt vor. Jetzt kann ich es hier im Kodex suchen, oder was? Alles klar. Sicherheit geht vor. Der Schalter holt uns wieder zurück. Und der Schalter, ja genau, der bringt uns nämlich in diese Welt. Wir haben einen Durchbruch erzielt. Nereda konnte einen Geist des Nichts an ein Konstrukt aus Fleisch und Knochen binden. Und es hat sich bewegt. Endlich haben wir etwas Konkretes, das wir den Adligen und der Halle der Bewahrung präsentieren können, sobald wir es wieder zusammengesetzt haben. Irgendjemand muss eine Naht übersehen haben. Als das Konstrukt zum Leben erwachte, hat sich sein Kopf eigenständig vom Körper gelöst und ist weggekrochen. Nereda sieht darin allerdings kein großes Problem. Sie ist im Moment auf der Jagd nach ihm. Und das Kratzen an meiner Tür ist vermutlich sie. Du hörst ein Kratzen an der Tür und gehst davon aus, das ist... Naja, okay. Lassen wir das. Und wahrscheinlich sind in jeder dieser Ebenen unterschiedlich viele Monster oder unterschiedliche Arten von Monstern. Zerrissen. Stück für Stück für Stück. Für Stück. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Hier. Ich gehe nochmal gerade zurück. Da hinten waren nämlich Schatzkisten, die wir öffnen können, wenn wir in dieser Umgebung sind, oder? Hier war doch irgendwas. Irgendwas war hier, was man nur öffnen konnte, wenn man in dieser lilanen Umgebung ist. War das ganz weit hinten? Nicht da lang, der falsche Weg. Nein, 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 der absolut richtige. Hier diese Tür. Diese Tür konnte man öffnen. Tierlock hat hier geschrien. Seine Eingeweide herausgerissen. Im Raum verteilt. Seine Schreie. Dann lass uns nachgucken gehen. Umkehren, umkehren! Danke für die Warnung, wir sind zu viele Schatzkisten, als dass ich umkehren könnte. Rasender Wächter, schön. Grün? Es gibt noch eine Ebene. Ja, sage mal. Kann ich nicht einfach... Tschüss, macht's gut. Hab überhaupt kein Bedürfnis, mit euch zu kämpfen. So geht's natürlich auch. Notiz Heilung. Hat er wieder was dazugelernt. Jede Menge Tränke. Unverzüglich. Blitze. Die Keule des Schnitters. Huiuiui. So, ich werde mich nicht in diesem Raum zurückverwandeln.
sondern ich gehe raus. Nein, ich kann nicht raus. Das ist doof. Das habe ich befürchtet. Okay, das funktioniert. Ach so, wir werden alle... Ah. Okay, dann... bleibt uns keine andere Wahl, außer gegen all diese... wundervollen... Gegner zu kämpfen. Was bestimmt unfassbar viel Spaß machen wird, weil die einen alle 2 Sekunden umwerfen. Ja, genau so zum Beispiel. Das ist wunderschön. Ja, ja, ja. Noch einen vielleicht. Ein paar Steine sind noch da. Komm. Ein paar Steine. Ja, genau. Genau. Das sind 4, 1, 2, 3, 4 Elite-Dinger und 2. Das ist ein bisschen übertrieben. Ein ganz kleines bisschen übertrieben, finde ich. Soll ich mehr dazu sagen? Ich meine, ich finde es ja schön, dass sie versucht haben, hier eine Herausforderung draus zu machen, aber Herausforderungen sind dann auch Dinge, die man vielleicht auch irgendwie hinbekommen kann. Bin ich jetzt ein bisschen frustriert, gebe ich zu. Weil das scheint mir doch ein Kampf zu sein, wo wir einfach nur Steine um die Ohren bekommen bis zum geht nicht mehr und mehr Zeit auf dem Boden verbringen als sonst wo und dann einfach spontan alle tot sind. Das ist ein ziemlich fieser Kampf, aber... Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, ich fliege auch mehr durch die Gegend, als dass ich irgendwas machen könnte. So. Das wäre vollbracht. Dann können wir auch wieder hier hingehen und können wieder hierhin zurückgehen. So. Ist ja wirklich nur die Kämpfe gegen diese Golems, die einfach ein bisschen übertrieben sind, meiner Meinung nach. Ich glaube, den grünen Schalter, den braucht man nirgendwo sonst. Der war wirklich nur für hier gedacht, für diese Schatzkisten. Oder war hier noch irgendwas anderes? Lasst uns weitergehen. Wir können später plaudern. Ich wollte doch gar nicht plaudern. Ich wollte mich nur wieder in die blaue Ebene zurückversetzen, damit wir
uns hinten wieder in die lila Ebene versetzen können, weil ich glaube, die Tür da ist nicht mehr offen. Oder ist die dann dauerhaft offen, wenn wir sie einmal aufgemacht haben? Das weiß ich gerade nicht. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ein ziemliches Labyrinth. Und was hier unten jetzt eigentlich... Also ich meine, sie haben ein Konstrukt zusammengesetzt. Ich nehme mal an, das wird das Ding sein, dass hier der Ernter, der hier unten rumläuft. Das ist das Konstrukt, das sie zusammengesetzt haben. Der Kopf ist einfach weggekrabbelt. Haben sie ja selber gesagt. Und sie wollen es wieder zusammensetzen. Ist der Ernter also jemand, der hier unten aus dem Fleisch... Hat hier Fleischberge zusammengesucht. Eventuell... Versucht sich einen Körper zu basteln. Und was hat es mit diesen riesigen Fußspuren? Offenbar wollte hier jemand schwer verwundet vor irgendetwas fliehen. In diese Richtung. Was hat es mit diesen Dingern da auf sich? Ich meine, dass hier viel Lyrium im Umlauf ist und offensichtlich ganz schlimme Experimente gemacht wurden, das ist klar. Kommen wir nicht durch. Dafür müssen wir, glaube ich, in der Normalform sein. Da vorne. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, hierfür müssen wir auch in der Normalform sein. Und hierfür vielleicht in blauen. So kommen wir hier auf jeden Fall nicht durch in der lilanen Welt. Aber durch die Tür kommen wir hindurch. Jetzt können wir uns da wieder zurückverwandeln. Ja, zieh mich halt näher ran. Ist eine gute Sache. Wenn es denn treffen würde, dann wäre es eine gute Sache. Hat's aber nicht. Da kann ich mich zurückverwandeln. Ah, ha, ha, ha. Sehr gut. Folgt den Lichtern. Nein, folgt den Lichtern nicht. Ja, was denn nun? Wir sind zwei Schalter. Nein! Das ist nicht euer Ernst! Oh, Gott sei Dank. Wir greifen uns noch nicht an. Die Aktivierung der Schalter ohne die Zustimmung des Baumeisters ist untersagt. Schalter G, Schalter M. Aha. Sie nannten es den Ernter. Sie wussten, es war ein schrecklicher Fehler und haben es deshalb in diesen Tunneln eingesperrt. Unsere törichte Gier hat uns hierher geführt. Und nun sind wir gemeinsam mit ihm hier gefangen. Unsere einzige Hoffnung ist, alles zu zerstören. Die Kreatur, die Forschungen, die Magie, die diesen Ort aufrechterhält. Ich muss die Schmiede erreichen. Aber die Türen sind verschlossen. Um sie zu öffnen, ist eine bestimmte Schalterkombination nötig. Ich muss weiter darüber nachdenken. Das ist Wahnsinn. Allem, was wir getan haben, um diesen Ort wieder in Besitz zu nehmen, will er, dass wir alles zerstören. Nachdem wir so viele Männer verloren haben? Vertrau ihm. Darien begreift es. Darien versteht. Darien versteht.
Ich habe das Gefühl, bei den Zwergen ist das ganz oft der Fall, dass wir herausfinden, was sie getan haben. Und das Beste, was man tun kann, ist, es zu zerstören. Schalterkombination. Vielleicht finden wir ja hier oben. Wir hatten da auf der anderen... Wir hatten da auf der anderen Seite noch Bücher, die wir da rumliegen hatten. Eingefroren bin hier. Ich lasse nicht zu, dass ihr was Eric weh tut. Muss mal gerade gucken bei dem Golem. Der hat doch hier Kettenblitz. Warte, ich muss das mal hier. Verbündeter. Gesundheit unter 75%. Bitte einmal Fähigkeit einsetzen, nämlich... Ach, wiederbeleben kann er jetzt. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Kann ich dann auch sagen, Verbündeter, Status, tot. Bewegung beeinträchtigt, nee. Gesundheit unter 10%? Nee, das ist... Das muss ich dann manuell auslösen. Aber zumindest die Heilung sollte er jetzt regelmäßiger auslösen. Was schon mal ein kleiner Vorteil ist. So, rot. Hier kommt man offensichtlich nur durch, wenn man... Die haben sich auch gedacht, ach komm, wir machen hier nur Bosse rein. Richtig harte Bosse. So, hier lag das Tagebuch doch. Da, Darions Tagebuch. Es hat einen Körper erschaffen, das Fleisch der Toten geerntet. Es hat mir die Gliedmaßen meiner Freunde entgegengeschleudert. Ich bin auf ihren Gedärmen ausgerutscht. Bin gerannt, noch am Leben. Der letzte Überlebende. Heißt das, er könnte noch leben? Nein, bitte nicht! Zum Glück nur zwei. In diesem Bereich werden schützende Kopfbedeckungen empfohlen. Da ist Darion. Darions Notizen. Nun, wir haben ihn gefunden. Arme. Du hast Darions Leichnam gefunden. Darion wurde vom Ernter vernichtet, als er versuchte, Amgarak zu zerstören. Der einzige Ort, von dem aus dies möglich ist, ist die Schmiede. Um sie betreten zu können, musst du die Schalterkombination verwenden, die du auf Darions Leichnam gefunden hast. GMWC. Bastard. Mögen die Ahnen ihm gnädig sein. Darion ist tot? Aber er ist doch ganz. Nicht in Fetzen. Er hat mehr Glück als die meisten. Mehr Glück als die meisten. GMWC. Kann man sich leicht merken, ist ein Spielleiterklo. Schärpe der verbotenen Geheimnisse. Verbessert Blutmagie. Ja, das... Wir haben keine Blutmagier bei uns. Ich kann es noch immer da draußen hören. Es weiß, dass ich hier bin. Ich kann nicht zurück in die Schmiede. In einem der Schächte ist Licht. Ich kann meinen Fluchtweg sehen. Aber ich erreiche ihn nicht.
Der Boden ist zu feucht und der Fels zu rutschig. Ich könnte dort rausgehen und es schnell hinter mich bringen. Oder ich bleibe hier. Mein Tod steht fest, egal wofür ich mich entscheide. Ja, dass der Tod feststand, das hat sich zumindest hier bewahrheitet. Und ich denke, wenn wir GMWC eingeben, dann kommen wir da über diesen Tunnel in die Schmiede. Nur so eine Vermutung. Der hat noch eine Fähigkeit offen hier. Dann bist du später Legion. So. Du kannst das hier. Ich weiß, dass dieses Add-on nicht sehr lang ist. Deswegen macht es eigentlich nicht so viel Sinn, sich da so intensiv mit den Fähigkeiten der Mitstreiter auseinanderzusetzen. Ja, und jetzt können wir hier runter und hoffentlich das ganze Ding zerstören. Aber der Ernter wird uns ja mit Sicherheit nicht mal einfach so gewähren lassen. Nicht da, nicht da rein. Ich dachte, du vertraust Darian. Er hat gesagt, wir müssen in die Schmiede. Sie ist der Ort, an dem wir alles finden werden. Alles. Auch meine Forschung. Nein, Jarek. Hörst du es denn nicht? Zischen, jagen. Es wartet da drin. Es wird sich dein Gesicht überziehen, Jarek. Es wird es dir in Streifen herunterreißen. Nicht solange ich da bin. Mechanik. Da kann unser Golem nochmal verbessert werden. Die Bruchstücke eines Geheimnisses. Aha, Erfolg freigeschaltet. Schön. So, dass unser Golem mal ein bisschen mehr Konsti hat, ne? Das ist durchaus sinnvoll. Der Ernter, da liegt er rum. Der Ernter. Okay, auf geht's. Hallo. Hallo, lieber Ernter. Widerwärtige Ausweidung. Was ist los? Warum bewegt er sich jetzt so langsam? Achso. Okay. Was? Das ist krass, was der auch an Schaden raushaut hier. Er schafft ein Feld, das jeden Gegner, der versucht es zu verlassen, zu ihm zurückschleudert. Mach das mal geradeaus hier. Greif mal bitte mich an. Da wäre ich sehr dankbar. Was macht er denn jetzt? Da kommen wir jetzt hoffentlich nicht mit irgendwelchen... Doch. Doch, er tut es. Er kommt mir mit irgendwelchen komischen... Wow. Wow. Übel. Was haut er denn an Schaden raus? Und er hört auch nicht auf damit.
Es wird einfach noch immer mehr. So viel kann ich gar nicht nachheilen hier. War natürlich doof jetzt mit dem Gewittersturm hier, das ist doch, ja. Hätte ich nicht machen sollen. Ich will ehrlich sein. Dieses ganze DLC macht für mich so ein bisschen den Eindruck nach dem Motto, wir schicken dich jetzt nochmal zum Abschluss in einen richtig krass harten Dungeon mit voll den kranken Gegnern. Und dann kannst du mal ausprobieren, wie geil deine Ausrüstung, deine Taktik und so weiter ist. Ist nett, ist aber nicht meins. Darum bin ich jetzt, mir ging es eigentlich nur um die Story. Story ist spannend, knackig, aber ich habe das Gefühl, bei diesem DLC definitiv nicht im Vordergrund. Hier scheint es wichtiger zu sein, dass man eben nochmal das Gefühl hat, richtig knallharte Gegner zu besiegen. Und das mit einer Gruppe, auf die ich einfach nicht eingestimmt bin. Hat das jetzt irgendwas großartig verändert? War das mein Fehler? Golem? Wieso kann er jetzt nicht wiederbeleben? Was ist das Problem? Funktioniert auch die Fähigkeit von ihm nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Was ist denn hier nur los? Versuchen? Ne, macht er nicht. Macht er einfach nicht. Er kann plötzlich auf einmal nicht mehr wieder beleben. Na gut. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Auf leicht sowieso. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Huch. Was ist denn jetzt? Was, es geht weiter? Ach so, ist noch gar nicht vorbei. Oh, schön. Schön. Wo hat er denn jetzt sein Podest? Das bestätigt mich in der Annahme, dass es hier hauptsächlich darum geht, die taktischen Fähigkeiten nochmal in besonders schweren Kämpfen
umzusetzen und zu prüfen, ob man nicht ganz toll ist. Was ich ja tendenziell nett finde, aber gerade nicht so. Komm. Jetzt aber. Nein, das darf nicht sein. Nicht jetzt. Zeit zu gehen, Jarek. Die Schmiede ist zerstört, wie Darien es wollte. Die Kreatur ist tot. Es könnte noch Notizen geben. Mehr Informationen, um es... Nein, Jarek. Es gab schon genug Tote. Das war's. Es ist vorbei. Alles ist verloren. Nein, Bruder. Wir leben noch. Gehen wir nach Hause. Sag mir bitte... Nein! Das ist nicht euer Ernst. Erfolg freigeschaltet, Schnitter. Oh, es gibt ein ganzes Rudel von den Dingern. Naja, so viel dazu. Also, das waren die Golems von Amgarak. Premium-Content. War halt so ein Stündchen ungefähr. Anderthalb Stündchen, grob geschätzt. Kurzknackig. Ich hatte jetzt irgendwie nicht viel Gelegenheit, mich wirklich mit den Leuten zu identifizieren oder irgendwie... Naja, eine Bindung aufzubauen, aber ich glaube, darum ging es auch gar nicht, wie gesagt. Ich glaube, bei diesem DLC ging es hauptsächlich darum, einmal Möglichkeiten zu bieten, nochmal zu prüfen, wie stark man denn mit seinem Charakter tatsächlich ist und wie gut die eigenen Kampftaktiken sind. Ist nicht unbedingt meins, ist aber trotzdem ein knackiges, schönes, kleines DLC gewesen. Morgen geht es direkt weiter mit den DLCs, also mit dem Premium-Content. Und ich glaube, da werden wir uns auf die Suche machen nach jemandem, beziehungsweise werden... zumindest alte Bekannte im Thema haben. Das war jetzt wirklich komplett abseits aller Dinge, die wir vorher gemacht haben. Aber morgen wird es, glaube ich, um alte Bekannte gehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Darum bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.